Peter Brunner, unser Berater in Sachen Polizeiarbeit, hat mich irgendwie schon überrascht in seiner Haltung, dass er eigentlich auch fähig war, eine Position zu beziehen, die jetzt nicht nur seine Kollegen schützt, sondern er hat schon wirklich ein Interesse daran, dass sozusagen auch ein Film entsteht, der die Arbeit A, authentisch darstellt, aber B, eben der Polizei auch als sozusagen auch als Lehrfilm dienen könnte, wo sie eben auch sozusagen Fehler beurteilen können in der Polizeiarbeit, weil natürlich die Polizei an solchen Fällen, dass so etwas passiert, überhaupt kein Interesse hat. Also Chronologie, Hände, wollen wir sehen. Und dann gehst du zu ihm hin, tust die Waffen weg, dass er da die nicht hergrabst, weil das macht er ja, wischt die auch weg. Und dann hast du was eingesteckt, die konkrete Frage. Jetzt sind wir hier als Waffenbetreuer, also als Waffenmeister. Das ist eine Glock, also die Standard-Polizeiwaffe. Der Unterschied zwischen den Platzpatronen und den echten ist, dass sie vorne kein Projektil haben und hier eigentlich nur eine Treibladung drin ist, die einen Knall gibt und vorne nur heißes Gas rausstößt. Damit hat man ein Mündungsfeuer, aber es fliegt halt außer ein paar kleinen Partikeln, fliegt nichts durch die Gegend und damit ist es ungefährlich.